Als Gott die Welt erschuf, was schuf er? Er erschuf den Trommler, heißt es in einer alten afrikanischen Geschichte. Der Trommler ist eng und ursprünglich mit der Schöpfung verbunden. Und er ist einer der Ersten, der von ihr erzählen kann. Dies ist ein Film über den Trommler. Unsere Geschichte beginnt in Berlin, bei Robin Schulkowski, der amerikanischen Schlagzeugerin, die seit einigen Jahren dort lebt und die ich als Interpretin von neuer und neuester westlicher Musik kennengelernt hatte. Die verschiedensten Komponisten haben Stücke für sie geschrieben, von John Cage über Morton Feldman, Wolfgang Riem und Christian Wolff bis Kevin Volans. Und sie reist mit diesen Stücken um die Welt. Robin Schulkowski hatte mir in letzter Zeit öfters von Afrika erzählt. Sie sei in Ghana gewesen und sie sei dort in eine ganze Welt des Trommelns eingetaucht. Vor allem habe sie den höchsten Trommler des Landes kennengelernt, einen Divine Drummer, den einzigen, der in Ghana momentan diesen Titel trägt. Sein Name sei Ghanaba, was Sohn von Ghana heißt. Je mehr sie erzählte, desto größer wurde meine Neugier. Was kann das bedeuten, ein Divine Drummer? Und welche Wichtigkeit muss das Trommeln in seinem Land haben, wenn er zum göttlichen Trommler ernannt wird? Ich wollte jetzt mit Robbie nach Ghana fahren, um das herauszufinden. So, welche nehmen wir? Die nehmen wir mit. Ja, kannst du mir helfen. Du nimmst nur eine Sache. Du musst nur aufpassen, dass die ganzen Dinge nicht runterkommen. So waren wir unterwegs nach Accra, der Hauptstadt von Ghana, die schon fast am Äquator liegt. Ein Konzert sollte es geben. Der Rest stand einstweilen in den Sternen. 2 Stunden später sahen wir die Wüste unter uns. Afrika hatte begonnen und es ging südwärts über Algerien, Mali und Niger der westafrikanischen Küste entgegen. Mr. Sechi, der Fahrer des Goethe-Instituts, holte uns vom Flughafen ab. Robin kannte ihn schon vom ersten Mal, vor 3 Jahren. Mr. Sechi mit Vornamen Patrick würde in den nächsten Wochen unser Begleiter sein. Das ist nice, weiter gehen. Ne?
In Ghana, erzählte Mr. Sechi, gibt es über 30 Sprachen und Dialekte, die sich zum Teil untereinander gar nicht verstehen können. Man spricht Akan oder Tree, Ga und Ewi, je nachdem, aus welchem Dorf oder Stamm man kommt. Die verbindende Sprache ist Englisch, eine Hinterlassenschaft der Kolonialzeit. Früher hieß diese Gegend Goldküste. Es war der Landstrich, wo über Jahrhunderte die Sklavenhändler herrschten, was bis heute unvergessen ist. Ganaba, der Divine Drummer, das wussten wir, lebte außerhalb von Accra, ohne Strom und Telefon. Robin hatte ihn von unserem Kommen geschrieben, aber wir konnten ihn nicht anrufen, um uns anzukündigen. Konnten nur auf gut Glück hinfahren. Lass uns hier einfach mal einen kleinen Moment warten. Where are you? Yes. Are you gonna shoot or what? Yes, I have. I've become brown. You have not. I've become brown. You haven't changed a bit, not a bit. And you have all those tribulations behind you, and you didn't change a bit. Welcome. Thank you. I'm so glad to be here. Yeah, yeah. So glad. These are the. This is Dieter. This is Dieter. Gangsters. Dieter the gangster. Oh, this is Max. Max the other gangster. The Secret Service, all here. Secret Service. Yeah. Now we can go in, huh? Yeah. Yes. Well, well. Ganaba hatte beschlossen, im Morgendämmern für uns zu spielen. Es war 5 Uhr früh, als er mit einem seiner Helfer und Begleiter seine Trommeln unter den Bäumen aufbaute. Jede Trommel aus einem einzigen Baumstamm gemacht. Und man muss wissen, dass Bäume in ghanaischer Vorstellung Geister und Baumwesen enthalten, die auf den höchsten Gott Nyame hinweisen. Trommeln heißt dann Beziehungnahme von Baum zu Baum. Kontaktnahme mit den hörbaren und verborgenen Stimmen der Natur.
Es war ziemlich überraschend für uns zu sehen, dass Ganaba beim Spielen eine Flinte zum Einsatz brachte. Seine Trommeln, ganz anders als die, die Robin mitgebracht hatte, glichen in ihrer Formation eher einem riesigen Automobil, das er mit Händen und Füßen lenkte und mit dem er sich in die Musik hinein auf Reisen begab. Ein schamanisches Jenseitsfahrzeug, dazu geschaffen, ihn und uns in einen anderen Zustand zu versetzen. Wie immer laut oder leise er spielt, das Trommeln ist ein ritueller Akt für ihn. Und ich war gespannt zu erleben, wie sich das mit Robins westlichen Instrumenten verträgt. I play to praise God. And I don't necessarily play every day physically, but it's in my mind all the time. Fortunately for the world, I have been chosen to come up steps, to climb steps towards a better, you know, the ultimate drummer. So you climb steps. And so the ultimate level is to be a master drummer. Yeah. That's the ultimate physical now, that's the word, physical level. But the divine one comes out of that is after the master drummer. And you can't define that. This is my writing desk. This is my writing desk. This is my family, my daughter, who is in Canada. Here's another one of you. Beautiful. You and your, what you call it? Mm-hmm. Handle all material. This is one of my favorite pictures. I want to repeat that. Yeah, I keep it because it has such a symbolism to it. This strong, huge-looking king, he's king now, and you are a princess. Mm-hmm. And you are feminine, and he's he, and this, there's always this attraction of the opposites in life. Yeah. You know? Mm-hmm. So, it gives me a big kick. And this one here, I found in my things recently, but what's of interest here is that even way back then, somebody was painting the African drummer and the African American drummer. Yeah. And I went to this way and I came from this way and went there and came back. So that's it. This is my first album, Africa Speaks, America Answers. It sold a million copies. Which was made in, what year was it? 50 something. Als junger Mann ist Ganaba ein paar Jahre in Amerika gewesen und hat die dortige Jazzszene mit seinen ghanaischen Trommeln beeinflusst. Er war befreundet mit Max Roach und Art Blakey. In Amerika nannte er sich Guy Warren und unter diesem Namen ist er auch in die Geschichtsbücher des Afro-Jazz eingegangen. Das ist über 40 Jahre her. Inzwischen ist er 77 Jahre alt. I'm not like the Guy Warren of the 40s. That's your first name you had when you were in America? Yeah, when I was, even before I went to America, I changed my name from Warren Gamaliel Akwei. Mm-hmm. I shortened the Gamaliel to Guy, and transpose the Warren Gamaliel to Gamaliel Warren or Guy Warren. Because I wanted to be like an American jazz musician. So when I met Charlie Parker for the first time, you know, the first time I saw him play was at the Beehive, a nightclub in Chicago. And I went there with my, my Ghanaian cloth, kente cloth. Not kente, I didn't have money for kente, damn. Any old piece of cloth. I was wearing cloth anyway. And went into the Beehive to see Yard play. So during intermission, when we connected, I borrowed his coat and I gave him mine. That'll be wonderful to have Yard clad in my cloth and me wearing his coat.
So that's what happened. That picture was intended to play a vital role in the history of jazz because that was his last picture. He died, I think, 2 or 3 weeks after. Am 22. August 1981 wurde Ganaba in einem afrikanischen Ritual zum Divine Drummer erklärt. Der Titel bedeutet nicht nur, dass man ihn für einen göttlich inspirierten und berufenen hält, sondern er verpflichtet ihn auch dazu, die Kette der früheren Divine Drummers fortzusetzen. Deren Aufgabe es ist, die Verbindung zwischen der Schöpfung und den Menschen herzustellen und ihnen klarzumachen, was Leben ist. Robin, die ihre Instrumente nur mit Mühe aus dem Flughafen Zoll bekommen hatte, weil sie versehentlich als medizinische Instrumente deklariert waren, stimmte sich in Ganabas Garten auf das afrikanische Klima ein. 35 Grad im Schatten und in der Nacht nicht viel weniger. Sie wollten zusammenspielen und Ganabas jüngste Tochter Sweetie, die für einen Tag aus ihrem Internat bei Accra herübergekommen war, schaute dabei zu.
From up to go down, from down to go up, up, down, down. Von Ganaba machten wir uns auf den Weg nach Accra mit seinen ausgedehnten Vororten, wo das Leben weitgehend auf der Straße stattfindet. Ich wollte jetzt mehr erfahren, wollte auch wissen, welche Rolle die Trommeln im täglichen Leben der Menschen spielen und vor allem, wie es mit dem Trommeln in Ghana beginnt. In Nungua, nahe dem Meer, traf Robin zwei Brüder, die sie aus der Trommlergruppe Indigene Afrika kannte. Odai, der Ältere, ist fast gehörlos und gilt als einer der besten seiner Gruppe von Trommler-Kids, die dem National Theatre of Ghana untersteht. Otu, der Jüngere, eifert ihm nach und beide wollen Meistertrommler werden. Die Brüder erzählten uns, dass sie in diesen Tagen auf einem Dorffest auftreten würden. Wir beschlossen, mit ihnen hinzufahren. Vierzig Kids, Mädchen und Jungen, die aus den Randzonen von Accra kamen, eng zusammengerückt im Theaterbus und von ihren Lehrern begleitet. So ging es ins Hinterland der Küste über Aburi in Richtung Mamfe. Die Queen Mother von Mamfe, für die sie schon einmal zum Geburtstag gespielt hatten, hatte sie zu sich eingeladen. Und sie wussten, dass das Fest eines der größten Ereignisse des Dorfes war. Sie würden bis in den Abend hinein spielen. Die Indigenen Afrika hatten so ziemlich alle Trommeln mit sich, die in Ghana wichtig sind. Die große Boma, mit deren Bassklang Könige und Chiefs begleitet werden. Otu kam mit drei Dono-Talking-Drums, die durch andrückende Schnüre in ihrer Tonhöhe zu variieren sind. Andere trugen Atumpan, Galopa oder Kpanglogo. Die meisten dieser Trommeln waren tonnenförmig und sie wurden immer paarweise aufgestellt. Eine weibliche und eine männliche nebeneinander. Die weibliche etwas höher im Klang, die männliche etwas tiefer. Es war ein Sonntag, in der Nähe hatte es Beerdigungsfeiern gegeben und mit dem ersten leuchtenden Schirm kündigten sich die Queen Mothers an. Die Queen Mothers, sie sind geehrte und wichtige Personen im ghanaischen Leben. Es gibt nichts Öffentliches in den Dörfern, was nicht von ihnen mitentschieden und gebilligt werden muss. Die Queen Mothers von Ghana setzen eine alte matriarchale Tradition fort. Sie teilen sich die Macht mit den Chiefs, über deren Inthronisierung sie aber bestimmen können. Der Chief, begleitet von seinem Gefolge, trat mit der Gelassenheit eines Popstars auf den Platz.
Er ist der King im Dorf, auch wenn seine politische Macht begrenzt ist. Gewissermaßen schwebt er über allem. Er hat die stärksten Trommeln und die größten Schirme auf seiner Seite. Und das Fest ist erst eröffnet, wenn er erschienen ist. Der Sprecher oder Linguist, wie er hier auch genannt wird, erklärte den anwesenden Leuten aus Mamfe, dass die Trommlergruppe Indigen Afrika aus Accra gekommen sei und dass auch ein Filmteam aus Deutschland dabei sei, das man willkommen heiße. Otu stand an der großen Trommel mit den hakenförmigen Schlagstöcken, wie sie für Ghana typisch sind. Sein Bruder saß vor ihm. Vor 2 Stunden war dieser Ort noch ein verschlafenes, ärmlich wirtendes Dorf gewesen. Jetzt war ein Fest im Gange, in das jeder seine eigenen Rhythmen, Muster und Tanzschritte hineinflechten konnte. Dämmerung hereinbrach, war die Stimmung vollends aufgeladen. Die Zeit der Trommelsoli hatte begonnen. Odai spielte die Djembe und Otu würde seinen Auftritt mit den Kalebassen haben. Thank you.
Unser nächstes Ziel hieß Kumasi. Ganaba war mit Robin zum Weg oberhalb seines Hauses hinaufgegangen, um sich von unserem Bus abholen zu lassen. Wir hatten vor, zu den Trommelbauern von Kumasi zu fahren und, wenn möglich, auch bis zu dem Baum vorzustoßen, aus dem die ghanaischen Trommeln gemacht sind. Kumasi, das hieß 300 Kilometer landeinwärts durch ausgedehnten, immer dichter werdenden Urwald. Wir waren unterwegs zum Mittelpunkt des legendären Ashanti-Reichs, wo einstmals der goldene Thron vom Himmel zur Erde geschwebt ist, um ein Königreich zu begründen. James Achampong, einer der Trommelbauer von Kumasi, arbeitete in seiner Werkstatt neben Schreinern und Korbflechtern. Er ist einer der wenigen, der nicht nur die international begehrten Djembes und Leichtholztrommeln baut, sondern die echten ghanaischen Trommeln aus Tweneboa-Holz. Robin und Ganaba wollten sehen, ob sie bei ihm etwas für sich fanden. Since I'm a drummer and a dancer, always prefer doing good quality drums for professional drummers. Yeah, I see. Yeah. So we've come to the right man. Yeah. I've heard a lot about you. Yeah. Do you know her? No. She's Robin Shulkowski. She's America's foremost female master drummer. Oh. So she's my counterpart. Yeah. You know, I'm the African part, and she is the counterpart. The skin is really good. I import my skin from Burkina Faso. Uh-huh. Their hide is seasoned, it's well dried, yeah, and good. And the skin, there's something like elastic, yeah, in it. It's always goat skin. This cow hide. This is cow. In the olden days, they were using left eye of the elephant, rams, antelopes, but now to just want to keep those animals at the bush. So instead of using that, I'm using cow hide. It gives the same sound. Yeah. Yeah. Well, the sound comes from the frame, not the from frame, the skin. Not the skin. Not that's why skin. I told you. Die Trommeln waren noch neu und nicht fertig ausgereift im Klang. Je älter sie werden, desto besser werden sie, sagt man. Aber Ganaba fand Gefallen an ihnen. Mr. Achampong hatte uns von einem Trommelbaum erzählt, der weiter entfernt im Urwald stehe und den er schon seit einiger Zeit vorhabe zu fällen. Es sei ein abgestorbener, vor 5 Jahren bei einem Buschfeuer angebrannter Baum, der jetzt gut ausgetrocknet und zur Verarbeitung geeignet sei. Wir wussten, dass uns ein Opferritual bevorstand. Mr. Achampong hatte einen Hahn und 2 Flaschen Schnaps dabei. Tweneboa, der Name des Baums, heißt in Ashanti-Sprache nichts anderes als Trommelbaum. Und die guten Trommeln sind alle aus diesem Holz. Tweneboa, Nyamidoa.
cold one. Really hot. Fire. Yeah. Come on. How long do you think it's been standing? Shadow. Ganaba sprach als erster zum Baum und rief die Ahnen herbei, damit sie uns wohlgesonnen seien. In ghanaischer Tradition muss der Trommelbaum erst rituell um Entschuldigung und Erlaubnis gebeten werden, bevor er gefällt werden kann. Dann folgte das Bittgebet der anderen, das sich erst an den obersten Schöpfergott Nyame, dann an die Ahnen und schließlich an den Geist des Baumes selber richtete, dem ein Hahn zur Besänftigung geopfert werden sollte. Es gibt ein festes Gesetz. Wenn der Hahn am Schluss auf den Rücken fällt und mit den Flügeln zum Himmel schlägt, hat der Geist des Baumes die Bitte akzeptiert. Fällt der Hahn anders, darf der Baum nicht angerührt werden. So verwandelt sich der Tweneboa-Baum in Trommeln. Kwaku Marfo, Achampongs Mitarbeiter, der selber aus einer alten Familie von Trommelbauern stammt, kennt jeden seiner Handgriffe von Kindheit an. Die Kuhhaut ist über Nacht eingeweicht und elastisch gemacht worden, damit sie sich besser über die Trommel spannen lässt. Jetzt wird sie zunächst einmal provisorisch mit Nägeln befestigt und anschließend mit einer ebenfalls aus Kuhhautstreifen gedrehten Schnur an den seitlichen Pflöcken festgezogen. Dadurch bleibt am Ende kein fremdes Material zwischen Holz und Fell. Beide haben engste und direkte Verbindung und der Klang kann sich voll entfalten. Kwaku Marfo braucht etwa eine halbe Stunde, um eine solche Trommel zu bespannen. Als letztes schlägt er die Pflöcke fester ein, um die Trommel zu stimmen. Später waren wir wieder in Accra zurück. Mr. Afari, einer der Lehrer der indigenen Afrika, fuhr stadtauswärts nach Nungua, wo die beiden Brüder Otto und Odai wohnen. Was uns jetzt interessierte, war herauszufinden, wie es um den Zusammenhang von Rhythmus und Leben steht. Wo ist der Ursprung des Rhythmus? Und wie eng und nah ist er verbunden mit dem Handwerk, mit der Arbeit der Menschen? Auf dem Weg machte Mr. Afari Halt bei dem Vater der beiden Brüder, der am Straßenrand eine kleine Trommelwerkstatt hat. Er brachte ihm eine beschädigte Kastentrommel, eine Gourmet, auf der man sitzend spielt, zum Reparieren. Mhm.
Otu und Odai hatten an diesem Nachmittag Trommelunterricht. Sie lernten die Grundschläge und die Entwicklung zu komplizierteren, polymetrischen Rhythmen bei ihrem Lehrer Ni Afote. Alles, was sie inzwischen können, haben sie von Ni Afote gelernt, der auch die meisten Stücke der indischen Afrika komponiert hat. Und so sehr sie auch mit dem Trommeln groß geworden sind, müssen sie sich doch den Reichtum der traditionellen ghanaischen Schlagmuster und Techniken Schritt für Schritt erarbeiten. Es gibt heilige Rhythmen, Unterhaltungsrhythmen, wie in der sogenannten Highlife-Musik, in der auch Ganaba vor Jahrzehnten angefangen hat, und viele andere, die in ihren Stücken vorkommen. Robin hat die Entwicklung dieser Trommler-Kids von Anfang an mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt. Ich glaube, die haben sehr gute Lehre. Ja. Wenn ich was nicht total falsch einschätze. Der Ni Afote, der Trommellehrer, glaube ich, ist einfach ein geborener Lehrer und ein sehr guter Trommler. There's something's coming out now. They're getting sure about making music, and that's not a children's dimension. You don't say how sweet. Look at those kids, how sweet they're making music. It's adult serious music, and they're making serious music. Also the truth, in a sense. Auf dem Wagen des National Theatre ging es jetzt durch die Straßen der Vorstadt ins Zentrum von Accra, wo Otu und Odai wie jeden Mittwoch Probe hatten. Einmal in der Woche werden die Kinder der indischen Afrika aus den umliegenden Vororten und Dörfern abgeholt und zum Theater gebracht. Die meisten könnten sich diese kleine Reise gar nicht leisten. Dass sie hier miteinander spielen und inzwischen sogar schon eine begehrte Truppe geworden sind, verdanken sie der Initiative des Theaters und ihren Lehrern. Heute waren sie alle gekommen. Auch Mr. Afari, der für den Einsatz zuständig ist, und Ni Afote, der seinen Schülern noch die letzten Instruktionen gibt. Zuhören gingen mir Worte durch den Kopf wie Schlagen, Herzklopfen, Welt berühren, Anklopfen, Botschaften in die Welt schicken und zurückbekommen. Vibrationen, Erschütterung, der ganze Körper ein Trommelfell. Jako, du, 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 du,
Wohin wir jetzt schauten oder hörten, fielen uns überall rhythmische Zeichen und Winke auf, die mit dem Trommeln in Verbindung standen. Und allmählich verstanden wir, dass das Schlagen und Stampfen etwas ist, das mit dem Ursprung aller Kultur zu tun hat. Ganz besonders gilt das für die Fufu-Stampfer. Fufu, ein Brei aus Maniok und Kochbananen, ist das Nationalgericht der Ghana. Die Herstellung von Fufu spielt in Ghana eine so mythische Rolle, dass sie mit verschiedenen Schöpfungsgeschichten verbunden ist. Beim Stampfen von Fufu heißt es, sei Gott Nyame einstmals versehentlich von den Menschen verletzt worden, worauf er sich augenblicks in den Himmel zurückzog und fortan nicht mehr zurückkehrte. Mr. Sechi kennt die Geschichte noch anders. There lived an old lady who likes fufu very much. And whenever she start pounding the fufu, the pistol, the yeah, the pound was more long, you see. Yes. It's very long enough, so it always hits the sky. By then, the sky was was low, you see. So this pistol used to disturb the sky. So gradually, the sky starts moving higher and higher. That's why it's no more, you know, near to us, and it has given us a space for us to pound out. Im Rhythmus der Stäbe ist die Welt entstanden. Diese Erfahrung machten wir nicht nur zu Lande, sondern auch auf dem Volta-Fluss, als wir stromabwärts dem Meer entgegenfuhren. Von Akbabanya, wo die Fischer ihre Boote an Land zogen, alle jungen Männer des Dorfes an den Seilen, waren wir vollends in einer archaischen Welt angekommen. Das Leben in Ghana ist vom Rhythmus bestimmt und erreicht vom Ritual über den Tanz bis zur schweren täglichen Arbeit, trägt dazu bei, ein Stück Welt zu bewegen und die Seele mit ihr. Einen Moment fühlten wir uns weit weg von allem, was wir aus Europa kannten. Und gleichzeitig ganz nah am Ursprung. In African culture, in all cultures, primitive, whatever, you have symbolisms. My symbolism is this Sankofa, to go back to your roots. It's a complete circle. And that's what my music is preaching anyway, African music, my lifestyle and everything is telling me to go back to my roots.
So that's my like symbol. I can't tell you. I can't tell you what it is. But it's very deep. Thank God I know, you know. And what we're doing today is part of this whole thing. Ganaba machte mit uns einen Spaziergang über die Hügel bei seinem Haus. Seit 30 Jahren lebt er nun hier in der Einsamkeit. Nur manchmal besucht von seinen Kindern und seiner Frau, die zur Zeit unseres Films zu ihrer Familie nach Togo gereist war. Wenn wir mit Ganaba zusammen waren, hatten wir immer ein bisschen das Gefühl, in einem Märchen herumzuwandern. Er verwandelte die Landschaft um uns her, war König und Kind zugleich. Und manchmal vergaßen wir, dass er 77 Jahre alt war. The divine drummer means you have become a preacher, an evangelist. But instead of using your voice or something to talk or sing, yours is the drums. And I'm aware of this, that my drums heal, my drums can make you angry, my drums can make you laugh to death. My drums can make you do all kinds of things. You can reach that point where you can reach the people between you and the source. That's a gift, man. It's a gift that you can play fortissimo. Forti fortissimo. And piano pianissimo. He accepted me so openly and so much as a drummer. He told all the audience on the first night that what we're playing is the same thing. The color is different and the sex is different, but I mean, he's quite a lot older than I am. And he was playing a music in the end of the 40s and in the 50s, which when I hear it now, it's incredibly fresh. And if Ganaba says that I'm doing the same thing as him, then I'm very flattered because I like his music very much. That kind of a reception you can't ask for. She mirrors me. I see her as the feminine to the masculine, the drums. Yeah. I have more strength than she has. You can see the drums she play and the drums I play. It's masculine, feminine. And she's not African. She's not from Ghana. She's from America. And she's not,
and she's Caucasian, if anything. So she mirrors me in many ways, which is, makes me feel very special about her. Manchmal schaffen wir diese Bruch von einer Sekunde oder diese kurze Zeit, wo man so gegenwärtig ist, dass man nicht mehr von Wahrheit oder Lügen oder irgendwas anders reden muss. Manchmal, wenn wir Glück haben, kommen wir dahin. We play the silences too. Yeah. Yeah. Play the pauses. This is really beautiful. You know, you can play the silences in music. Yeah. You dig that? You can sound the silence. Yeah. Ting the silence. Dass Ganaba Robin gleich nach ihrem ersten Konzert vor 3 Jahren in Accra zu einer Ebenbürtigen erklärt hat, widerspricht im Grunde allen ghanaischen Regeln. Traditionell ist das Trommeln hier eine Männerangelegenheit. Gewissermaßen hat er Robin, an der ganzen Hierarchie der Trommler vorbei, auf seine Höhe gehoben, unbekümmert um Traditionen und die Freiheit des Divine Drummers nutzen, zu sagen, was er für richtig hält. Es gehört zu den schamanischen Aufgaben des Trommlers, den Regen herbeizurufen. Daran musste ich denken, als es mitten im Musikhören zu regnen begann. Der letzte Teil unserer Reise hatte begonnen. Das Konzert von Robin und Ganaba fand am selben Ort statt wie beim ersten Mal vor 3 Jahren, im Garten des Goethe-Instituts von Accra. Wir bauten unsere Geräte auf, mittlerweile schon gut eingewöhnt in die immer gleiche große Hitze, in der wir uns wohlfühlten. Für Ganaba und Robin bedeutete das Konzert eine Rückkehr zu der Stelle, wo sie sich kennengelernt und den musikalischen Dialog zwischen zwei Welten aufgenommen hatten. Den Dialog zwischen Afrika und westlicher Welt. Süd und Nord, Schwarz und Weiß, Mann und Frau. Wir bereiteten uns auf eine heiße Nacht vor. Die Nacht der Trommeln.
Weber erschien im Goethe-Institut wie immer bei öffentlichen Auftritten in seiner rituellen Bemalung mit weißem Lehm. Die Farbe Weiß symbolisiert in Ghana Heilkraft und Gottesnähe. Er begrüßte sein Publikum, begleitet von einem Muschelbläser. Wir warteten auf den Flintenschuss, der sein Spiel ankündigt.